Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Erbitte von Gott, was du brauchst. Dadurch öffnest du einen Kanal, wodurch Gott handeln will. Und in Johannes 16, Vers 24, da steht: Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Und da freuen wir uns doch, wenn Gott eingreift, wenn wir empfangen von ihm. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute das Thema: Brauchst du Kraft? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Brauchst du Kraft? Da steht ein wunderbarer Bibelvers in der Bibel. Jesaja 40, Vers 31. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen, sie sind nicht erschöpft. Was für ein wunderbarer Vers. Das ist so herrlich. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Nicht einfach so, nicht einfach, ich bin Christ, nicht einfach, Gott muss mich versorgen. Nein, die Hoffnung auf den Herrn setzen. Und hier ist der Vergleich mit dem Adler. Ein Adler hat eine Riesenperspektive. Der bewegt sich über alle Probleme hinweg und alles wird sehr, sehr klein, was Probleme bedeutet. Wir kennen es, wenn wir im Flugzeug rausschauen, haben wir ähnliche Perspektive. Ja, der Adler hat sein Nest im Felsen, also sein Haus hat er im Felsen, das heißt, er hat auch ein Fundament. Der Adler hat sehr scharfe Augen, er kann Kleinstes von einer großen Entfernung sehen. Und im Vergleich zu den Hühnern, die Hühner, die sind immer in ihrem Stall und die scharren in ihrem Mist und bewegen sich nicht viele Zentimeter über dem Boden, wenn sie fliegen versuchen. Und da ist ein Adler doch was ganz anderes. Der schwingt sich über allen Mist hinweg und hat auch eine mächtige Kraft und schwebt über allem drüber. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft, auch du. Danke, Herr, für jeden, der jetzt zuschaut. Danke, Herr, dass er neue Kraft bekommt. Ich danke dir dafür. Du bist der Herr. Herr, wenn wir unsere Hoffnung auf dich setzen, dass wir die Kraft von dir bekommen. Danke. Amen. Amen. Und per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen von einem Ehepaar. Liebe Isolde, lieber Daniel und das ganze Missionswerkteam, wir bitten Sie um ein Heilungsgebet für unsere Tochter. Sie hat so starke Spannungskopfschmerzen, dass sie seit 4 Monaten nicht mehr arbeiten kann. Gestern musste sie wieder in die Notaufnahme. Nach einer Schmerzmittelinfusion wurde sie wieder heimgeschickt. Die einzige Hoffnung für uns ist Jesus. Euch herzlichen Dank. Und Jesus, wir danken dir, dass wir dich darum bitten dürfen, dass du da eingreifst in dieser großen Not, in diesen starken Kopfschmerzen. Und ich danke dir, dass du die Ursache kennst, Jesus. Und wir setzen diesen Schmerzen außer Kraft in deiner Autorität und in deinem Namen. Und ich danke dir, dass du das wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung, dass die Ursache bekämpft wird, dass du eingreifst und zwar an der Ursache. Danke, Jesus, dass dein Heilungsstrom durch ihren Körper fließt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns folgendes Gebetsanliegen wegen starker Schmerzen. Bei mir wurde an der Wirbelsäule eine Zyste festgestellt, die Nerven einengt, sodass ich ohne Schmerzen nicht mehr laufen kann. Dies betrifft vornehmlich das linke Bein. Und dafür wollen wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Zyste kennst und diese Nerven, die eingeengt sind. Und ich danke dir, dass du da eingreifst, dass diese Zyste vertrocknet im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass diese Nerven wieder durchgängig sind, dass diese Nervenbahnen frei sind von jeglichem Druck und dass der Schmerz und der Fuß wieder vollständig funktioniert und der Schmerz weggeht. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über dieser Frau und ich danke dir, dass du wunderbar eingreifst, dann, dass diese Schmerzen ein Ende haben und dass die Ursache beseitigt ist. Im Namen Jesus. Amen. Amen.
Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns diesen Hilferuf. Ich bin schon seit 10 Jahren furchtbar krank. Ich bete und viele Menschen beten für mich. Auch euer Team hat schon für mich gebetet. Mir geht es immer schlechter. Ich bin auf alles allergisch, kann kaum noch etwas essen und kann seit 10 Jahren nicht mehr das Haus verlassen, da ich auf Rauch, Abgase, alle Duftstoffe ebenso allergisch reagiere. Ich höre und lese immer wieder, wie Menschen durch euer Gebet geheilt werden. Ich liege oft da und weiß nicht, wie ich noch atmen soll oder kann. Medikamente kann ich auch keine nehmen, da ich auf diese ebenfalls allergisch reagiere und nicht verstoffwechseln kann. Eure Post kann ich auch nicht lesen, da die Druckerschwärze mich total umhaut, wenn ich schon das Kuvert öffne. Bitte betet für mich. Liebe Grüße und Gottes Segen. Ja, bei solchen Unmöglichkeiten, da gibt's bei Gott Möglichkeiten. Nicht durch uns. Und es sind nicht wir, die irgendjemand heilen, sondern Gott allein. Danke. Herr, du kennst jetzt diese ganze Situation und das ganze Langwierige. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du auch all das besiegt hast, Herr, was hier klemmt. Ich danke dir dafür, Herr, dass auch, Herr, dass alles weichen muss. Herr, all diese Allergien, all dieses Eingeengte, all dieses geht nicht. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass all dieses weichen muss in deinem Namen Jesu. Herr, wir rufen Freiheit aus über diesem Körper, Freiheit, Luft zum Atmen im geistlichen wie auch im physikalischen Bereich und dass alles weicht und dass ganz besonders auch die Angst weicht und auch die Selbstverständlichkeit, dass es nicht geht, dass die gebrochen ist in deinem Namen Jesu. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass ein Glaube entsteht, Neues zu wagen und Neues zu erleben und wir sprechen in deinem Namen komplette Befreiung und Heilung aus. Amen. Amen. Und das nächste Gebetsanliegen ist für eine Krebserkrankung. Es geht um meine Nichte, die schwer an Krebs erkrankt ist. Ihr geht es nicht gut. Wir bitten um Gebet, dass ihr Leib und Seele und Geist geheilt wird. Ihr wurde der Magen entfernt. Danke euch. Danke, Herr. Herr, für diese große Not und Herr auch ein Leben ohne Magen und ein Leben mit dem ganzen Krebs vor Augen. Und ich danke dir, Herr. Herr, lass heute ein Wendepunkt sein, dass dieser Krebs verschwindet. Herr, wir bitten dich um Heilung, um Befreiung von jeder Krebszelle, dass sie vertrocknet. Wir sprechen ja die Existenz weg von jeder Krebszelle, dass sie vertrocknet, dass sie verschwindet. In deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Und wir bekommen immer wieder viele Gebetserhörungen und Gott kümmert sich auch um einen kleinen Zehen, wie wir hören jetzt. Ganz lieben Dank für eure Gebete. Gott ist wunderbar. Ich hatte um Gebet gebeten, weil mein kleiner Zeh lange sehr weh tat. Nun habe ich schon seit Wochen keine Schmerzen mehr. Danke, Jesus. Und eine Frau aus Bayern berichtet uns: Ich habe ein kleines Wunder erlebt. Jesus hat auf alle meine und eure Gebete hin meinen Magen ganz geheilt. Ich kann wieder alles essen und die alten Kräfte kommen wieder zurück. Auch meine Blase ist bereits tagsüber beschwerdefrei. Ich spüre Ruhe und Frieden. Wegen der nächtlichen Probleme glaube ich, dass dies auch bald besser sein wird. Ich bin so dankbar. Danke für alle Gebete. Und für diesen Rest wollen wir jetzt auch noch beten. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch dieses Problem, was nachts noch auftritt, auch beenden wirst. Danke, Jesus, dass du eingreifst und wo du begonnen hast, wirst du es auch zu Ende führen und dass diese Blase vollständig geheilt ist, auch nachts. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ein Krebs ist verschwunden, berichtet eine Mutter. Im Herbst bat ich euch um Gebetsunterstützung für meine Tochter. Bei ihr wurde Gebärmutterhalskrebs festgestellt. 3 Gewebeproben waren positiv.
Nach der Entnahme eines Kegels, der entnommen wurde, um eine Totaloperation auszuschließen, war der Krebs verschwunden. Meine Tochter wurde dadurch wieder ermuntert, dem Herrn zu danken und zu vertrauen. Gott erhört Gebet. Ich danke euch von Herzen. Ja, und Gott erhört Gebet. Veränderung von krankmachenden Mustern. Vielen Dank für Ihren Brief und Ihre Gebete. Ich kann meinen Dank gar nicht aussprechen, den ich empfinde. Meinem Sohn geht es schon viel besser. Gerade eben hatte er nochmals einen kleinen Tiefpunkt mit Gottes Hilfe überwunden. Es ist wunderbar zu sehen, dass sich die alten, krankmachenden Muster endlich verändern, nachdem Therapien keine Veränderung bewirken konnten. Wie schön, wenn man so eine Verwandlung durchmachen darf. Ja, wie schön ist, wenn man das durchmachen darf, wenn man berührt, geheilt wird, wenn man die Liebe Gottes verspürt oder was auch immer. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Und nun der Tipp des Tages. Wir hatten es von dem Adler, wenn wir Hoffnung auf Jesus setzen. Ich sag dir, nimm die Adlerperspektive ein. Was ich gerne tue, ist, wenn ich so eingeengte Situationen habe, gehe ich gern an einen Platz, wo ich Perspektive habe. Irgendwo einen erhöhten Platz, wo ich weit sehe oder auf ein Feld oder was auch immer, wo richtig Perspektive ist, weil da kann man ganz anders beten, wie wenn man jetzt in einem dunklen Zimmer irgendwo zur Lösung betet, für Lösungen beten, für Not. Mir fällt es leichter, in einer Atmosphäre zu sein, wo Perspektive ist. Bei Gott, auf Gott kommt es nicht an, aber dein Empfinden ist ein ganz anderes. Und ich sag dir, nimm die Perspektive eines Adlers an und seh die ganze Situation, deine Situation, so wie ein Adler. Und da ist das Problem ganz, ganz klein und Gott erhört dein Gebet. Wenn du Nöte oder Sorgen hast, beten wir gerne für dich, wenn du uns dein Gebetsanliegen sendest und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, nächste Woche ist Karfreitag. Karfreitag haben wir unsere Gebetsnacht und die ist dieses Mal nur online. Und weil es nur online ist, machen wir das schon ab 14 Uhr. Sei nächsten Freitag, also Karfreitag meine ich, nächste Woche, sei mit dabei in der Gebetsnacht und du siehst jetzt gleich die Einladung. Herzliche Einladung zur Online-Gebetsnacht vom Missionswerk Karlsruhe. Nehmen Sie sich Zeit, dem grenzenlosen Schöpfer zu begegnen und von ihm Hilfe zu erbitten. Mit Lobpreis, intensiven Gebetszeiten, Impulsen und vielem mehr. Kommen Sie in den Livestream auf YouTube oder missionswerk.de. Wir freuen uns auf Sie. Wir verabschieden uns von dir und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.